Hier sind wir jetzt im Bereich Steuerungselektronik. Die Monitore, Tastaturen, was an der Maschine irgendwo eine Regelung, eine Steuerung macht. Leistungselektronik, da werden die ganze Antriebe gemacht. Also alles, was irgendwo an der Maschine eine Achse bewegt oder ja, ein Hauptspindelantrieb. Das ist unser Elektroniklabor. Da ist dann die Röntgenmaschine drin. Bei der Fehlersuche kann man da dann schauen, ob irgendwo Risse hat oder irgendwas schlecht gelötet wurde oder kalte Lötstellen da sind. Da haben wir dann auch noch Flying Probe mit dabei. Das ist so eine automatische Messmaschine. Ich bin hier Elektroniker und ich repariere hauptsächlich Bedienoberfläche. Dann unter anderem auch Löder, viel Messer, Touchscreens überholen oder austauschen, Hintergrundbeleuchtung überholen. Ich selber finde die PC-Technik ganz interessant, gerade das ganze Programmieren. Das finde ich persönlich sehr spannend. Wir haben wirklich alles kunterbunt bei uns mit dabei, sage ich jetzt einfach mal so. Wir haben Jung, wir haben Alt, die schaffen alle wunderbar miteinander zusammen. Wir haben Techniker, wir haben Meister, wir haben Ingenieure mit drin. Da steht irgendwie keiner irgendwo über dem anderen, sondern sie arbeitet alle auf Augenhöhe miteinander. Und das ist das, was das gute Team ausmacht. Das Technische, das bekommen wir hin, weil bei uns sind eh viele Sachen, die man hat, sind einfach Lernsachen. Und vor allem auch der Wille, das zu lernen, mitzumachen, das ist da eigentlich das Wichtigste, was man mitbringen muss. Ein Ding macht für mich aus, wenn man nur geschäftlich untereinander was zum Tun hat und sich da auch viel hilft, sondern auch ich mit vielen privat was zum Tun habe tatsächlich. Gutes Miteinander einfach, Teamgeist ist viel da, macht einfach Spaß.